Buongiorno e benvenuto bei MC Barbecue. Heute hat es minus 11 Grad, es ist arschkalt und wir machen eine Winterpizza. Genau, und wie wir die machen, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Für unsere Pizza, da brauchen wir einen Teig. Und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Also, wir brauchen einmal 800 Gramm Mehl, 500 Milliliter lauwarmes Wasser, 40 Gramm Hefe, Salz, Zucker, Olivenöl, Hartweizengrieß. Das war's. Und wie man jetzt herstellt, das zeige ich euch jetzt. Jetzt machen wir erstmal den Hefeansatz. Also da brauchen wir lauwarmes Wasser. Da kommt dann die Hefe rein. Die wird dann da drin aufgelöst. Dazu brauchen wir noch eine Gabel. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber wird schon. Zucker kommt rein. Also ich tue jetzt da einfach mal eine Prise oder halt ein bisschen. Okay, jetzt hat er sich schon die Hefe schön aufgelöst. Dann stellen wir sie auf die Seite und dann fangen wir an, langsam alles zum Teig zum Verrühren. So, auf Seite stellen. Jetzt brauchen wir eine große Schüssel, ein Sieb und das sieben wir jetzt das Mehl rein. Das macht man eigentlich, dass man keine Klumpen hat. Man hätte es da bestimmt eleganter lösen können. Nun kommen 150 Gramm Hartweizengrieß noch rein. Das tun wir jetzt mit einem Löffel schön vermengen. Ich krieg jetzt schon Hunger. Okay. So, jetzt nehmen wir unser Rührgerät. Und rühren langsam den Hefeansatz unter. Ja, langsam. Den Rest knetet man dann mit Hand. Und jetzt kommt nur Olivenöl und Salz dazu. So, ein bisschen mehr. So, einen guten Schuss Olivenöl. Und jetzt kneten wir schön durch. Ich mache es jetzt mit der Hand. Ich glaube, das ist einfacher wie mit dem Knetgedöns. So lang, ca. 7 bis 8 Minuten kneten. Das sieht ja super aus. Ne? Dann haben wir jetzt so lang, bis er nicht mehr klebt.
Also mit dem Rührgerät immer Knethaken nehmen. Weil das war jetzt einfach mein erster Versuch so und es funktioniert einfach nicht. Da macht man es lieber mit der Hand, glaube ich. Also mit der Hand geht es jetzt eigentlich ganz gut. Hat jetzt eher ausgeschaut wie Chaos. Aber gleichzeitig nimmt man dazu ab. Aber wir will schon abnehmen, wir wollen grillen und essen. So, sieht ja jetzt fertig aus. Er klebt nicht mehr. Ich habe jetzt ungefähr, wie man hört, glaube 10 Minuten geknetet. Und den tun wir jetzt in die Schüssel. Und dann kommt er für, deckt man auch zu. Nimm Frischhaltefolie, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Einfach zudecken, Kühlschrank rein. Und für 5 Stunden bleibt er dann drin, also mindestens 5 Stunden. Und dann sehen wir uns am Grill wieder. Viel Spaß. Willkommen zurück. Also, jetzt haben wir unseren Teig vorbereitet. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal wollen wir Teig nehmen, den wir uns selber gemacht haben. Das ist jetzt Teig von Moesta. Den hat der Manuel heute früh schon in Eigenregie fertig gemacht. Den rollen wir dann nur noch aus. Und dann haben wir einmal einen Fertigteig aus dem Supermarkt unserer Wahl. Dann haben wir auf der anderen Seite, was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen auf jeden Fall Mascarpone. Wir werden eine Pizza davon mit Hagelzucker nochmal versehen, um das Ganze ein bisschen zu karamellisieren. Dann brauchen wir russisch Brot, Haselnusskrokant, Mandeln und Apfel. So, und jetzt machen wir uns an die Arbeit und zeigen euch, wie das geht. Brett beiseite, jetzt bereiten wir den Teig vor. Bisschen Mehl. Und rollen den Teig einfach aus. So, den Vorteil von einem Fertigteig ist natürlich, wir müssen den nicht weiter ausrollen, sondern der kommt fertig geliefert zu uns mit dem Auto nach Hause auf ein bisschen Backpapier. Jetzt machen wir uns die Mascarpone auf und beschmieren den Teig. Schön mit Mascarpone. Nicht sparsam sein. So. Es muss jetzt kein Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern die Mascarpone zerläuft dann eh noch, wenn sie die Pizza ein bisschen heißer wird. Dann brauchen wir russisch Brot. Jetzt können wir die Tüte mal öffnen. Der erste wandert natürlich immer in den Mund. Das knuspert. So, das können wir uns russisch Brot einfach in eine Plastiktüte und tun das Ganze einfach ein bisschen zerkleinern. Und dann wird das Ganze schön drüber gestreut. Ja, hier noch ein paar Stückchen dazu. Dann nehmen wir den Haselnusskrokant. Und streuen den auch einfach ein bisschen drüber. Überall ein bisschen.
Dann kommt auf einer Pizza, wie gesagt, der Hagelzucker. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Fertigteigmischung. Tun es nochmal schön drüber streuen. Und dann kommen wir her und schneiden den Apfel in dünne Scheiben. Okay. Also die Apfelscheiben schön dünn schneiden. Haben jetzt hier nicht immer 100% die gleiche Dicke, ist aber eigentlich egal. Und das Ganze, die ganzen tun wir uns jetzt dann nochmal ungefähr so ein bisschen vierteln, die Scheiben. So. Oder manchmal halbieren, wenn die Scheiben ein bisschen zu klein sind. Okay, und die werden jetzt auch schön auf der Pizza verteilt. Okay, und zu guter Letzt kommen unsere Mandeln. Die kommen natürlich nicht ganz rauf, sondern werden auch einfach ein bisschen klein gehackt. Kommen die dann einfach oben nochmal schön verteilt da drauf und bringen den Crunch und den Geschmack mit. Okay, unsere zwei Pizzen sind fertig. Einmal die Pizza mit dem Muesterteig und einmal die Pizza mit dem Fertigteig. Der einzige Unterschied, wie ihr schon im Video gesehen habt, war bei dem Fertigteig haben wir Hagelzucker mit benutzt und bei dem Muesterteig haben wir alles genauso gemacht wie bei dem Fertigteig, aber mit dem einzigen Unterschied, dass wir dann nachher sehen, wie die Teige dann schmecken. Ich denke, ich werde schon eine Überraschung erwarten, vom Geschmack des Teiges her, und werden wir dann auch sehen, wie es denn mit dem Hagelzucker schmeckt und wie es dann jetzt gleich backen tut im Muesta Ring auf dem Weber Grill. Das seht ihr gleich. So, jetzt schiebt man die Pizza in den vorgeheizten Muesta Pizza Ring. Er hat ungefähr 400 Grad, das müsste eigentlich reichen, und jetzt schieben wir es hier mal rein und dann schauen wir mal. Minuten vergangen, jetzt schauen wir mal, ob sie schon, boah, ich würde sagen, die tun wir raus, bevor sie noch ganz schwarz wird. Also schwarz ist sie überhaupt gar nicht. Perfekt, der Teig ist ganz schön aufgegangen. Also Pizza Nummer 2, das war der fertige Pizzateig vom Aldi. Wir haben vergessen, das Papier runter zu machen, das war jetzt gerade wirklich und auf die Kelle immer extra Mehl. Sonst funktioniert auch nichts. Und jetzt schiebt man den mal rein, weil ich habe jetzt echt Hunger. Et voilà! Pizza Nummer 2. Schauen wir jetzt. Aber die ist fertig. Bereit zur Verkostung. Da gehen wir jetzt rüber, schneiden sie an. Und dann geht's rund. So, und jetzt verköstigen wir die Pizza mit selber gemachtem Pizzateig und ohne Hagelzucker. Genau. Ach, das ist aber heiß. Mega. Ich liebe süße Pizzen. Ganz ehrlich, wo wir uns das überlegt hatten, das zu machen, habe ich gesagt, du spinnst doch, süße Pizza, um Gottes Willen. Aber unten die Mascarpone und oben das Crunchige aus den Haselnusskrokant und aus den Mandelsplittern. Super geil. Und die Apfelstückchen runden das Ganze nochmal oben ab. Also echt toll. Ich muss nochmal. Okay. Und auch der Teig richtig, richtig crunchy unten. Und man hat es ja auf dem Video vielleicht ein bisschen gesehen. Der ist halt richtig aufgegangen durch die Hefe. Super. Also Teig einmal frei. Jetzt kommt der andere Teig vom Aldi. Und aber eigentlich war er vom Lidl. Ist egal. Okay.
aber mit Hagelzucker. Genau. Achtung, heiß. Schön ist, dass wir ihn essen dürfen. So geil schmeckt das. Aber der Teig? Ist der andere bessere. Also ich finde das selber gemachte Teig, man merkt wirklich den Unterschied. Dauert zwar länger, aber ist um Längen ist besser. Auf jeden Fall. Der vom Lidl kann man auch genauso nehmen, geht ja viel schneller. Kann man ja ganz schnell machen. Aber perfekt. Also irre. Also die Pizza müsst ihr wirklich, muss jeder nachmachen. Also. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem Hagelzucker. Also die zweite Variante mit dem Hagelzucker auf jeden Fall finde ich jetzt noch mal ein bisschen besser. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen süßer. Der schmilzt ja nicht, der Hagelzucker, weil der bleibt am Stück. Und danke. Der schmilzt nicht, bleibt am Stück. Und von daher haben wir eine vernünftige Süße eben auf der ganzen Pizza nochmal. Also Leute, macht's auf jeden Fall nach. Die ist jetzt gleich alle. Ja. Spätestens wenn hier Kinder jetzt gleich um die Ecke kommen, haben wir davon jetzt nichts mehr. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, dass wir nochmal vielleicht das eine oder andere Stück noch abkriegen. Und ich glaube, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen. Kommentiert, liked und abonniert uns. Genau. Dankeschön. Ciao. Ciao.